Cookie, 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 so. Wir sind wieder hier in unserem Revier. Willkommen zurück, da sind wir wieder, die Cookies sind zurück, es schlägt Mittwoch, die nächste Folge ist am Start, der glorreiche, glanzvolle, Glanztatenvollbringer Nico ist mit mir hier, das war nicht ganz so flüssig, wie ich gehofft hatte, und der unbrauchbare André. Wir haben heute was ganz Feines für euch mitgebracht, was Kleines, Feines. Schnelles, das haben wir schon oft versprochen und mal gucken, ob es heute auch klappt. Wir haben Bärlauch aus dem Garten von meinen Eltern mitgebracht, der jetzt noch nicht in voller Blüte steht. Ne? Sonst könnte man ihn nicht essen, wenn er in voller Blüte steht. Okay. Deswegen kann man ihn jetzt wunderbar ernten. Hat einen tollen Knoblauchgeschmack, ohne einen Knoblauchdünst zu hinterlassen nachher. Das ist das Grandiose. Wir machen das Bärlauchpesto mit Walnüssen, Cashews, Salz, Pfeffer, Sonnenblumenöl, was der André schon vorbereitet hat, und Olivenöl, und machen uns dazu, noch nicht selbst gemacht, nächste Mal steuern wir das an Nudeln, Penne. Wer hat Bock? Ich hab Bock, es geht los, Nico schreitet zur Tat und vollbringe ein weiteres Küchenwunder. Oho. Oh. Das hört sich ja wirklich glanzvoll an, wenn du das so... Glanzvoll? Wenn du das so sagst, ja. Ja, von und zu. Wir haben das hier schön vorbereitet, weil... das wunderbar aussieht. Wir nehmen uns aber nur ein paar Walnüsse. Und bitte? Nee, mach mal. Und ein paar Cashewkerne. Das wäre dann auch der vegane Parmesanersatz, weil das ganze Gericht vegan heute ist. Wir rösten uns die. Kommt da kein Öl bei? Nein, auf gar keinen Fall. Beim Rösten nicht. Okay. Wir wollen ja nur ein paar schöne braune Stellen gleich genießen an den Nüssen und das Röstaroma haben, was uns das Pesto halt viel schöner macht. Aber wird denn die Konsistenz dann dabei genauso wie, also oder verhältnismäßig genauso wie bei einem normalen Pesto, weil da ist ja nochmal Parmesan mit drin. Ja, aber dafür haben wir die Cashewkerne. Und die binden das dann irgendwie auch, oder ist das gar kein Bindemittel, nur ein Geschmacksmittel? Also, so richtig eine Emulsion ist das ja nicht. Also an und für sich ist das Pesto ja auf Ölbasis. Ich kann es aber noch nicht. Lass mal das. Aber du siehst schon, es wird ein wenig braun. Es ist geröstet, es riecht auch hier schon wie in der Weihnachts... Ich soll ja ein bisschen das Thema vorweggegriffen. Wenn es dir danach ist. Du sagtest, es wäre dir peinlich. Wie du siehst, es raucht, es riecht, es bräunt. Machen wir denn irgendwas mit den Schalotten heute? Nö, die stehen schön da. Achso, ja, die stehen einfach mal da. Ich stehe auch nur da. Heute mache ich nämlich nichts. So. Ein Träumchen. Es geht raus, geröstet. Wird das gehackt? Oder wird das mit püriert? Wir pürieren das gleich einfach mit. Ach, krass. Den Bärlauch, den ich schon vorher gewaschen habe, den schneide ich klein, damit er gleich hier reinpasst in unseren Behälter. Und weiter geht's. Bärlauch ohne Knoblauchnote wird gehackt. Aber ohne Chef-Cookie. Ja, ohne. Ohne Knoblauchnote. Du kannst ja mal ein Stückchen frisch probieren. Mm. Du wirst ja wohl noch wissen, wie Bärlauch so. Ich weiß, wie Bärlauch, also ich bin... Es riecht doch schon. Ich finde tatsächlich, dass es so meistens besser schmeckt, als wenn man dann irgendwas... Wenn man im Laden irgendwas kauft mit Bärlauch, bin ich meistens enttäuscht. Ja, weil es vielleicht kein frischer ist und weil es ein verarbeitetes Produkt ist. Oder? Ja, woher soll ich das wissen, was die damit gemacht haben? Also, aber im Endeffekt denke ich dann immer, oh, normaler Knoblauch wäre jetzt auch irgendwie geil. Ja, aber das... Tolle ist ja beim Bärlauch dann wirklich, dass du... Aber der schmeckt tatsächlich ganz anders. Ja, ist ja auch Essen am Bärlauch. Oh, was passiert? Nimm uns doch mal mit. Auf die wilde Fahrt des Pestos. Ja! Also wir haben jetzt 250 Milliliter Sonnenblumenöl. Ihr könnt auch gerne Rapsöl nehmen. Relativ geschmacksneutral. Gleich kommt noch ein bisschen Olivenöl dabei, um noch ein bisschen mehr Geschmack zu bekommen. Ich püriere mir das. Das ist aber ein komischer Püriervorgang. Du stoppst es ja nur nach unten. Ich wollte Energie sparen. Soll ich das pürieren? Ja, klar. Darf ich da mal dran? Ja. Irgendwie, es ist ja heute so eine schnelle Nummer. Und dann dachte ich mir gerade so, hier, ne? Bevor ich gleich schon fertig bin. Irgendwas muss ja dreckig werden, also, ne? Hier, ne?
Ja. Einfach jetzt so? Ja. Unten runter und dann? Ja, und dann schön. Ich hätte das wieder nicht machen sollen. Wieso nicht? Guck mal hier, du kannst hier so einmal auf laut machen. Ich verstehe dich nicht. Wir kommen hier an der A52. Wir reißen eine Brücke ab. So. Ich sag doch, irgendwann muss dreckig werden. Zack. Schön, dass ich einen hellen Pulli anhab. Oder? Da habt ihr irgendwas gespritzt. Walnüsse und Cashews gehen herein. Eine schöne Prise Salz. Ach, um. Ja, genau, um. Ich habe oben verstanden. Pfeffer darf nicht fehlen. Mhm. Und? Kommt da Knoblauch rein? Auf jeden Fall kommt da Olivenöl rein. Ein schöner Schuss. So rühre er wieder? Ja, so püriere er wieder. Oh, stimmt. Ich kann auch rühren. Aber ich püriere. Also dieses eine Blatt da oben erwische ich einfach nicht. Das ist aber wirklich mal eine schnelle Nummer. Oh, oh, oh. Ich habe eine Schürze an. Ich kriege ja keine angeboten. Ich würde sie ja nehmen. Aber tatsächlich... Willst du eine? Nein. Ich finde. Soll ich das wegtun? Probier mal. Bevor du wegtust, probier einmal. Ein bisschen Salt and Pepper. Ja. Hättest du gerne noch mehr Cashews da drin? Ich hätte gerne noch mehr Nüsse, ja. Oder? Ja. Also ich bin halt auch wirklich. Nusskopf. Ne? Ich mag Nüsse unheimlich gerne, besonders Cashewkerne. Die futter ich auch gerne so. Oder einfach mal im Joghurt mit ein bisschen Honig. War das jetzt ein Kochtipp? Ich bin ein wandelnder Kochtipp. Hast du? Achso, ne. Wir rösten noch. Ich dachte, er hätte das da schon reingepfeffert. Aber guck mal, wie ich hier so... Kannst du es auch abstellen? Ne, ich bin so gespannt. Tatsächlich komme ich mir so wichtig vor. Du hast gesagt Pfeffer, ne? Ja, Salz und Pfeffer würde ich beide sagen. Hätte ich auch machen können, oder? Ja. Ja, aber ich bin so unsicher damit. Soll ich? Achso, da kommt ja noch. Ey. Ja, das geht. Ich stehe auf heißen Kohlen. Ich habe auch ein bisschen gecheatet schon währenddessen. Gestern kam Batman. Die alten Batman-Filme aus den 60er Jahren. Kennt ihr alle wieder nicht, ne? Auf geht's! Ja, das sieht doch schon viel schöner aus. Guckt mal. That's nice. Kann man das sehen? Ja, bestimmt kann man das sehen. Wenn nicht, ich hab da halt Pech gehabt. Ich kann nicht riechen. Ich glaube, das gefällt. Mir gefällt das so. Mhm. Wir kochen uns jetzt eben die Nudeln. Hast du das Wasser gesalzen? Ja. Alles als du... Der Junge hat alles in den Griff. Ich habe das erste Mal keinen Hunger, wenn wir hier stehen, weil die Ostertage ja doch, ich glaube, ich habe um die 17 Eier gefuttert. Cholesterin sagt danke. Ja, aber ich habe es ja mit Kaffee runtergespült. Dann geht's. Die Nudeln gehen runter. Schwitzen wir die uns kurz an? Ja, ne? Ich mach, was du sagst. Deshalb nenne ich dich ja immer Chef-Cookie. Ich bin ja dann immer gespannt, wenn man Nudeln anrichtet. Das ist für mich immer so eine Königsdisziplin, wenn es keine Spaghetti sind oder Bandnudeln. Ja, die kann man immer leicht. Man dreht sie irgendwie auf, findet sie in eine Schöpfkelle oder sowas. Die landen jetzt aber so, da drin. Ja eben. Kann man das nicht irgendwie geil machen? Penne. Nee, ist scheiße, weil die immer auseinanderfallen. Ne? Wir machen heute mal was ganz Feines. Wir machen der Nico, Teller. Der Nico macht seinen Teller und ich mache einen Teller für mich, wie ich mir das vorstelle. Machen wir das so? Ja. Ha! Ja dann. Du da. Wirklich? Ja, klar. Ich bin so nervös. Ja. Szenewechsel. Ich glaube, das klappt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Sie sind aber ganz schön rutschig hier, ne? Aber ich weiß, was du vorhast. Ja, ich weiß auch, was ich vorhab. Hör mal, sonst würde ich das ja nicht tun. Ne? Muss ich das nochmal durchmähen? Ja, kannst du mit dem Löffel machen? Ich würde es oder so nicht mit dir... Nee, das dachte ich gerade auch. Und jetzt kommt Sergeant Pepper Moon hier. Trommelwirbel. Meins ist jetzt schon schöner.
Meine du kannst sind, aufhören. Meine sind richtig benetzt. Warte. Ja, das kann ich mir ja dann am Teller machen. Aber außerdem mag ich auch die Nudel als Rohform sehr gerne. Ihr sagt da, die zerlaufen ja eh immer. Aber er kriegt wieder so ein kleines... Ja, das hätte ich auch noch gemacht. Hier, das hätte ich auch noch gemacht. Wir wollen ja nichts verkommen lassen. Aber so. Wir sind heute ganz schnell, wir sind heute ganz rotzig, wir sind heute unheimlich lecker. Veganes Pesto aus Bärlauch mit Nüssen, Cashews, Walnüssen, Ölen, verschiedenen Salz, Pfeffer, Gedöns und so weiter. Super lecker, wir hauen rein. Ihr freut euch, macht es nach, schreibt in die Kommentare, abonniert uns, liked uns, verbreitet uns. Wir lieben, was wir tun, wir lieben euch und ihr hoffentlich liebt auch, was wir tun. Gebt uns Feedback. Nico, dankeschön. Eure bunten Cookies? Ja, Ostern. Wir sind die hübschesten Ostereier der Welt. Die Cookies sind raus. Adios.